Einbau eines neuen Terranfeldes, aber wir haben ein Problem. Unser Ausschnitt ist leider viel zu groß. Diese Zuschauerfrage möchte ich heute beantworten. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Einer meiner Zuschauer, Herr Hildebrand, hat mir eine nette Lösung präsentiert für dieses Problem. Wie gesagt, wir haben oftmals das Problem, wenn wir alte Terranfelder ausbauen und neue einbauen, dass wir nicht mehr dieselben Einbaumaße vorfinden. Die alten Terranfelder hatten meistens einen Ausschnitt oder ein Ausschnittmaß von ca. 560 x 500 mm, währenddessen neuere Terranfelder etwas kleiner ausfallen. Das heißt, diese haben oftmals ein Maß von 560 mal 490 mm. So kann es nun passieren, dass unser neues Terranfeld unseren Ausschnitt nicht mehr vollständig abdeckt und unschöne Ränder oder eventuell sogar ein Lichtspalt unter dem Terranfeld hervorsteht. Um nun dieses Problem zu lösen, hat mir einer meiner Zuschauer, Herr Hildebrand, eine Lösung präsentiert. Er hat diesen Rahmen hier entwickelt. Dieser Rahmen ist aus Edelstahl und passt auf die meisten gängigen Terranfelder. Das heißt, wir können diesen Rahmen aufbringen, um eventuell falsche oder zu große Lochmaße abzudecken. Um nun diesen Rahmen zu montieren, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Im ersten Schritt reinigen wir unsere Arbeitsplatte und entfernen alle Schmutzrückstände, Fettrückstände oder eventuell alte Silikonrückstände. Im zweiten Schritt empfehle ich, unsere Schnittkante zu versiegeln, da hier die blanke Arbeitsfläche herausschaut und diese mit Wasser in Berührung kommen könnte, könnte hier eure Arbeitsplatte eventuell aufquillen. Ich verwende hier gerne dieses Aluminiumklebeband und klebe dieses umlaufend auf meine Arbeitsplatte, sodass hier diese Oberfläche versiegelt ist. Bevor wir nun unser Terranfeld montieren, legen wir unseren Rahmen, unseren Edelstahlrahmen hier auf. Achtet darauf, der Edelstahlrahmen hat eine nicht beklebte Seite und eine beklebte Seite. Die beklebte Seite ist oben, die unbeklebte Seite unten. Nun richten wir unseren Edelstahlrahmen aus und schauen, ob er unseren Ausschnitt wirklich sauber abdeckt. Ist dieses der Fall, können wir nun unseren Rahmen wieder entnehmen. Nun nehmen wir etwas Silikon, transparentes Silikon. Ich empfehle euch hier auch Sanitärsilikon zu verwenden, am besten pilzhemmendes Silikon, und bringen dieses umlaufend um unseren Ausschnitt auf. Achtet bitte darauf, dass ihr das Silikon nicht zu weit nach außen aufbringt, sondern eher tendenziell nach innen aufbringt. Verwendet hier bitte auch nicht zu viel Silikon. Ein schmaler, durchgehender Streifen reicht vollkommen aus. Nun entfernen wir den Klebestreifen von unserem Rahmen. Nun legen wir unseren Rahmen in unser Silikonbett. Achtet darauf, dass ihr die richtige Seite nach oben nehmt und legt ihn vorsichtig ab. Um einigen Zuschauerfragen vorzubeugen, ich verwende hier Silikon zum Ankleben, weil Silikon nicht sofort aushärtet. Würden wir jetzt hier doppelseitiges Klebeband verwenden, hätten wir keine Möglichkeit mehr, den Rahmen zu korrigieren. Unser Silikon lässt uns aber die Möglichkeit der Korrektur, das heißt, wir können unseren Rahmen noch frei bewegen. Das heißt, unser Silikon ist noch nicht ausgehärtet, wir können jetzt unser Terranfeld einbringen und danach immer noch unseren Rahmen ordentlich ausrichten. Des Weiteren lässt sich Silikon von einer Arbeitsplatte besser entfernen als doppelseitiges Klebeband. Aus diesem Grund rate ich euch, verwendet zum Ankleben Silikon. Nun können wir in den so vorbereiteten Ausschnitt unser Terranfeld einlegen. Bei der Befestigung achtet ihr bitte auf die Herstellerangaben und befestigt euer Terranfeld so, wie es der Hersteller vorgibt. Haben wir nun unser Terranfeld eingelegt, schauen wir nochmal nach unserem Rahmen. Diesen können wir nun, wie gesagt, noch ausrichten. Da unser Silikon noch nicht ausgehärtet ist, richtet euren Rahmen nun exakt aus, sodass er perfekt unter eurem Terranfeld liegt. Und nun können wir unser Terranfeld eindrücken oder befestigen, wie es der Hersteller vorgibt. Nach erfolgreicher Installation des Terranfeldes überprüfen wir nochmal den korrekten Sitz des Rahmens, sodass der Rahmen auch wirklich korrekt ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr das Terranfeld nochmal lösen und den Rahmen nochmal etwas korrigieren. Eine Korrektur des Rahmens ist noch über einen längeren Zeitraum möglich, solange bis das Silikon ausgehärtet ist. Nun achten wir darauf, dass beim Einbau nirgendwo Silikon ausgetreten ist. Ist dieses der Fall, nehmt ihr bitte etwas Küchenrolle. Gebt hier etwas Spülmittel darauf und könnt hiermit nun den Rahmen abfahren. Somit nehmt ihr eventuell herausgequollenes Silikon auf und entfernt es bitte auf diese Art und Weise von eurer Arbeitsplatte. Sollten nun noch auf euren Edelstahlrahmen irgendwelche Silikon- oder Fettrückstände vorhanden sein, nehmt ihr etwas Glasreiniger, bringt diesen auf und poliert diese Rückstände weg, bevor sie aushärten.
Nach erfolgreicher Installation lassen wir nun unsere Silikonnaht in Ruhe aushärten. Ich empfehle hier 12 bis 24 Stunden. Und damit kommen wir dann auch zum Ende meines Videos. Noch ein herzliches Dankeschön an Herrn Hildebrand, der mir diesen Rahmen zum Einbauen und Installieren zur Verfügung gestellt hat. Link zu diesem Rahmen natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Weitere Videos zum Thema Ceranfeldeinbau verlinke ich euch hier einfach mal in der Playlist. Klickt einfach auf die Playlist und ihr kommt zu weiteren Einbauvideos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal auf YouTube, denn abonnieren ist natürlich kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.